Ich begrüße Sie im El Alcoraz, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Crewe Alexandra gegen Sturm Graz. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Kuschi? Ja, Wolf, also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Forechecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Da geht er vorbei. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Jones. Ganz energisch. Jetzt schießt er. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke kommt in den 16er. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Macht er das Tor? Das macht er sicher. So, Ecke kommt. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Energischer Vorstoß. Flanke kommt in die Mitte. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Scott Hogan.
weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Pass wird abgefangen. Jones. Robin Tim Becker. Guter Einsatz, er hat den Ball. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Watmore. Da ist Platz für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Sie bleiben dran, auch wenn die Konterchance erstmal vergeben ist. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Marvin Johnson. Da verlieren sie den Ball. Scott Hogan. Den Zweikampf führt er sehr gut. Watmore. Der Ball läuft richtig gut. Vorne jetzt die Balleroberung. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Alles offen, sehr enges Spiel, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass mehr passieren würde. Beide, aber das ist jetzt die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Die Schiedsrichterin gibt die gelbe Karte, klar. Grund ist diese Szene da eben. Jones. Sie gehen dazwischen. Scott Hogan. Sie holen sich den Ball. Klasse durchgesetzt. Kann jetzt über außen kommen. Das ist die Chance. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Und jetzt geht's hier weiter.
Das macht er sehr gut. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Auf Außen ist jetzt Platz. Jetzt zieht er in die Mitte. Gute Aktion von Goethe. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Schuss! Blockt den Schuss erstmal ab. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Schiedsrichterin lässt weiterspielen Vorteil. Da lassen sie den Ball gut laufen. Da kommt der Schuss. Wichtig! Den Ball hat er sicher. Sie liegen zurück und wenn sie daran noch was ändern wollen, dann müssen sie sich einfach mehr Chancen erarbeiten. Sie kommen nicht gefährlich genug vor das Tor. Jetzt sehen sie sich zunächst mal hier diesem Angriff gegenüber. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da haben sie jetzt Platz. Er bekommt die Unterstützung. Ist das der Ausgleich? Der muss da drin sein. Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Wir sehen den Wechsel. Auf dem Flügel. Gefährliche Szene. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Spielt den Ball in die Füße des Gegners. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Er geht dazwischen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Watmore. Schwache Aktion, Ballverlust. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten.
Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Marvin Johnson. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Könnte der Ausgleich werden. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn. Und das so spät in diesem Spiel. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Schöner Pass jetzt. Aber da machen sie doch nichts aus diesem Steilpass. Da wurde es zu eng. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Gruber. Da ist Platz auf dem Flügel. Nee, der Ball ist erstmal weg. Er lässt den Gegner stehen. Schön die Flanke abgeblockt. Wir sehen das frühe Pressing. Spielt den Ball zum Gegner. Watmore. Gruber. Ganz energischer Einsatz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Und angezeigt jetzt. Stark gemacht, das könnte was werden. Und da haben wir es, das Tor. Die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus, aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich da durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Und jetzt geht es hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung.
Cyprien. Watmore. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Cyprien. Und er schießt. Kurz vor Ende liegt hier die Entscheidung in der Luft, aber gehalten. Ah, wichtig. Und jetzt können sie hier eventuell doch noch mal reinkommen in diese Partie. Jetzt die Ecke. Die spielen erstmal raus. Ja, da ist Platz jetzt. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Jetzt sind es noch 6 Minuten in der Verlängerung. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Jetzt die Hereingabe. Sie klären. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Zwei Minuten verbleiben auf der Uhr. Ball ist weg. Auf außen ist Platz. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben. Woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient.